So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Showcase-Video. Ich möchte heute gerne mal ein bisschen mit euch zusammen thematisieren, wie schafft man es, einen Light in einem Busch zu finden, ohne dass er gespottet wird. So, also ich weiß, worum es geht und das ist halt extrem krass. Ist natürlich ein bisschen, ja, ich sag mal, das ist wie wenn ein Zauberer seinen Zaubertrick jetzt für alle veröffentlicht sozusagen, weil das ist schon geiler Scheiß. Das ist schon wirklich geiler Scheiß. Ich zeig's euch einfach mal. Also, man würde jetzt hier normalerweise ja jetzt hier unten lang fahren, ja. Und hier kommt jetzt ein Gegnerbusch lang, zum Beispiel, ja. Und dann würde man ja denken, hä, okay, ich bin unspotted sozusagen, aber ich bin daueroffen. Das Insasse, bin ich daueroffen? Ja, du bist daueroffen. So, und jetzt würde man denken, okay, easy, bla bla bla, man fährt hier hoch, guckt und auf einmal kriegt man Schüsse. Hä, ganz komisch, dann müsste, hey, unten müsste irgendwo ein Light stehen. Dann fahren wir das hier unten mal ab. Hä, hier steht kein Light. Hä? Wo ist denn der Light? Hä? Ich bin dauerhaft offen. Wo soll dieser scheiß Light stehen? Dann guckt man hier oben, guckt die oben, die Büsche durch, sonst was durch und... Tja. Jetzt bist du halt zugegangen, weil du halt hinten in den Cover warst, von den Büschen kurzzeitig. Wo wird er wohl stehen, Freunde? Wollen wir mal hinfahren? Huch! Es ist so geisteskrank, ne? Look at this. Sterb ich? Ich hoffe nicht. Doch, doch, da hinten schaffst du, glaube ich, auch. Oh, aber hier steht er. Ja, also das, meine lieben Freunde, ist wild. Und sowas zum Beispiel, das, was wir jetzt gerade noch an den Trainingsraum gehen, probieren, üben, üben, üben. Das ist das, was ganz viele, ich inklusive früher, auch ganz oft und ganz viel gemacht haben. Um Positionen kennenzulernen, um Wege zu kennen, um Fahrtwege zu kennen und, und. So, und ich fahre jetzt mit Leo instant Richtung dieser Position. Und wenn man das halt ein, zwei Mal geübt hat, ist man, bevor ein Leo perfekt komplett durchgefahren ist, schon drinne. Und, klar. Warte, stehst du schon drinne? Nee. Also das, okay. Nee. Ja, ja, ich guck nur kurz, dass du das halt. Genau, hier. Das ist der Busch, genau. Warte, du musst halt ein kleines bisschen runter, genau. Dass du so halb. Ja, du bist wieder unspotted. Bin ich schon wieder unspotted? Ja, ja, bist unspotted. Guckt euch das an, Freunde. Chat, look at this. Ich stehe einfach in diesem Bums hier drin. Kriegst du mich auf? Nein, immer noch nicht. Jetzt. Jetzt ist Proxy. Das guck, ist, ich muss das wirklich ist, ins Wasser also, reinfahren. Jetzt mal ehrlich, Chat, das ist fast schon cheaten. Das ist aber abuse also, der Büsche, ja. Also, man fährt ja normalerweise auch nicht so weit runter, weil dann ist man ja von oben sofort offen. Ja. Man fährt ja normalerweise so. Also, er ist wieder unspotted. Ja, ich bin wieder just unspotted. Just for the info. Just for the info, er ist wieder unspotted. Und man fährt ja normalerweise hier so nah wie möglich an dieser Ridgeline lang, ja, dass man halt nicht von oben beschossen wird. Und denkt sich so, hä, warum bin ich denn offen so? Ja. Und es würde halt keiner... Guck mal, selbst wenn ich hier unten am Strand lang fahre, hier so... Ja. Kriege ich ihn nicht auf. Ich kriege ihn nicht auf. 61 Meter sind. Seht ihr das? 61 Meter. Ich kriege ihn, wenn ich genau am Strand lang fahre, nicht auf. Und keiner da draußen würde glauben, dass da einer drin steht. Ja. Keiner. Wenn er diese Position nicht kennt. Und jetzt fahre ich wieder ganz langsam drauf zu und es wird halt wieder Proxy sein. Zack, ja, wieder Proxy. Das ist Proxy. Guck mal, ich muss wirklich ins Wasser reinfahren, dass ich ihn aufkriege. Ich stehe schon halb im Wasser drinne. Und da bin ich natürlich von oben, von dem Camperhügel da hinten, komplett offen. Und keiner würde da so reinfahren, soweit. Das macht halt keiner. Dass ich hier rüberkomme. Warte mal, ich will nicht. Halt, sollte klappen, ja, das passt. Das ist halt geisteskrank, ne? Ja. Boah, knapp, aber gut. So, jetzt zeige ich euch nochmal eine andere Pose. Diese eine Busch da vorne, den wollte ich gerne mal anfahren, Insasse. Also, wenn ihr demnächst mal von dieser Position gespottet werdet. Hier 250 Leute im Stream, dann war es einer von den 250 Leuten. Oder die halt Drivets geguckt haben. Also seht praktisch, wenn man dann hier in so einem Busch drin steht, den kannst du nur proxyen, beziehungsweise, warte, wo ist dieser andere geile Busch? Der hier. Ihr seht, mit dem ELC Even ist das, du kannst überall drin stehen, sei es hier, du kannst hier in diesem Busch drin stehen. Du, ihr kriegt mich nicht auf der Insasse. Ich bin jetzt schon wieder unspotted, müsste ich sein gleich. Noch bist du spotted. So. Du stehst auch nicht richtig drinne für mich. Jetzt stehst du richtig drinne. Ja, probier mal. Fahr mal an, lang, ja, alles gut, bist, kannst du noch Gas geben, Gas. Ich fahr mal zweiten Tempomatstufe. Ja, du hast noch 100 Meter, die du fahren kannst. So, jetzt, ja, alles gut, jetzt hast du 110, 107, ah, gib nochmal Gas, das dauert sonst zu lang. Weiter, okay, langsamer jetzt. So, jetzt guck mal, Chat, wir haben
Hier, ihr seht's hier. 64 Meter, 63 Meter, 62 Meter, 61 Meter, 59, 58, 57, 55. Guck dir das an! Noch bist du nicht spottet. Stopp, 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 stopp. 51 immer noch, Meter. Ich stehe jetzt 51 Meter und ich stehe unspottet in diesem Busch drin. Jetzt fährst du einen Meter weiter nach vorne, einen Tick nach vorne. Weiter, stopp, 50 Meter. So. Jetzt bist du offen. Jetzt haben wir genau den Proxy-Radius, genau 50 Meter. Und jetzt erst gehe ich auf. Das ist schon wild, oder? So, und wir können das natürlich mit allem, mit jedem Bums hier machen. Wir können es auch hier halt reinstellen, hier reinstellen. Das sollte auch funktionieren. Ja gut, du bist halt zu klein, um über die Mauer drüber zu spotten. Glaube ich. Ah, nee, das passt schon. Geh mal 50 Meter. Gut, stopp, 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 stopp. Ich gehe zu, 100%, ich gehe zu. Sollte passen. Ja. Noch bist du spottet, jetzt nicht mehr. Genau, 95 Meter, 90. Weiter auf mich zu. Weiter, 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 weiter. Langsamer werden. Und wir haben wieder Proxy-Radius, oder? Noch nicht, jetzt so. Ja. Jetzt ist Proxy. Das ist schon wild. So, und jetzt könnt ihr mit allem, mit jedem Scheiß hier machen. Überlegt euch das mal. Überlegt euch das einfach mal. Wie krass das ist. Ihr könnt euch hier neben das Cap stellen. Ihr könnt euch hier in diesen Bums hier reinstellen. Ich weiß nicht, ob die Sonnenblumen auch so viel geben. Ich glaube nicht. Wir können es mal testen. Oder hier in diesen, allein in diesen Busch. Gut, der ist irgendwann obvious, weil wir das wieder austesten können. Aber hier steht ihr mitten drin. Wer pusht denn hier mitten drauf? Wenn ihr einfach hier drin steht, spottet ihr links die, ihr spottet rechts die, hinter euch die, ihr spottet alles. So, ihr steht einfach hier mitten in diesem Busch, ihr spottet das komplette Cap und. Ja, nur wenn die jetzt hier stehen würden, würde man nicht sehen. Und viele nutzen diese Mechanik ja gar nicht, ja. Dass sie das probieren, auszuprobieren. Wo steht denn der? Die gehen, sagen ja. Einfach, okay, ich bin aufgegangen, fertig so. Und ja. Ich würde gerne gleich mal ausprobieren, ob die Sonnenblumen Kambo geben. Bin ich unspottet? Also, achso, ja. Ja, bist noch unspottet. Gut, ja klar, alles gut, das wird wieder 15 Meter sein. Lass mal die Sonnenblumen nehmen. Ja, yeah, weil die Sonnenblumen sind sogar bei mir vorhanden. Also die gibt's bei mir auch. Weil viele Sträucher und so, die du gecallt hast, gibt's bei mir gar nicht. Ja. Wie gesagt, ich spiele auf SD-Klienten und da gibt's halt viele Sachen gar nicht. Ja. Die es halt im richtigen Klienten sozusagen gibt. Okay, try it. Noch bist du spotted. Ja, ich hab dieses Ding. Ja, du gehst ins Lauf. Okay, also die Sonnenblumen geben keine Kombo. Aber genauso testet man das halt einfach aus, um mal zu schauen, wo gibt was, wo macht was. Ich meine, jetzt blöd gesagt, ja. Jetzt passt mal auf, wenn wir jetzt einfach diesen Baum hier nehmen und in die Sonnenblumen reinkippen, sieht das ja so aus, als ob man das ja einfach so aus Versehen gemacht hätte. Jetzt stehen wir hier drin. Und jetzt try it. Again, ja. Nur so als Beispiel. So kann man sich einfach auch mal einen Busch dorthin stellen. 70 Meter. Noch bist du gespottet? 70 Meter. Immer noch nicht. 60 Meter. 60 Meter. Und ich habe auf meinem Leo auch 470 oder so Meter Sichtweite. 53, 52, 51, jetzt. Nee, noch bist du nicht spottet. Also jetzt bist du immer noch nicht ganz spottet. So, das heißt, guckt euch das an, Freunde. Guck mal, es gibt anscheinend macht WG sogar Abschnitte zwischen Kommazahlen, weil jetzt steht bei dir ja schon 50, ne? Ja. Ich sehe es ja nicht. Aber bei dir stehen ja schon 50 Meter, ja. Aber du bist noch nicht offen. Also ich müsste noch ein Stück, jetzt bist du offen. Genau, jetzt ist 49. Ja. Also anscheinend machen sie wirklich Abschnitte zwischen Kommazahlen und so. Also es muss so. Unter 50-0 muss es sein. Aber jetzt seht ihr das, Chat. Wir haben uns einfach einen Baum hier umgekippt, mitten rein. Und jetzt überlegt mal, man kann 1000 Bäume hier umkippen, so nach dem Motto, ja? Natürlich, wenn er jetzt Sichtsystem des Kommandanten drauf hat, klar, würde er mich dann früher spotten. Aber wir hatten das in seinem Leo drauf. Ja, oder mir geht es ja darum, dass ihr versteht, wie schnell man sich so mal irgendwie in den Busch oder hier zum Beispiel. Man kann es extra in die Sonnenblumen reinkippen, man kann sich aber das auch komplett lost irgendwie, ich sag mal blöd, nach vorne kippen lassen. So, und dann stelle ich mich hier rein in diesen Baum. Warte mal, du kannst einfach da stehen bleiben, ich sollte eh gleich wieder zugehen. So, zack. Na, jetzt stelle ich mich hier rein. Gucken wir mal, ob ich zugehe oder nicht. Warte, einmal Tarnnetz angehen lassen. Ah, so. Unspotted, ohne dass ein Camo-Ding angegangen ist, glaube ich sogar. So, und jetzt seht ihr, was ich meine. Wir haben einfach hier einen scheiß Baum gekippt. Und überlegt mal, wir kippen ein paar mehr Bäume hier. Macht das wieder, den Gegner super schwierig. Ja. Und deswegen, also das ist echt krass. Wirklich, wirklich echt krass. So, fand ihr es interessant, Freunde? Sagt ehrlich. War mal was anderes. Und das kann man überall auf dieser Karte. Man hier vorne kann man, da kann man drin stehen. Ihr könnt euch hier einen Baum umkippen. Ist vielleicht ein bisschen nah wegen dem Proxy. Aber überall kann man sich hier hinstellen, wo man möchte und kann spotten ohne Ende.
Ja, das muss man ganz Also, klar sagen. das geht halt, und das geht halt nicht nur auf der Map, ne? Klar, auf der Map geht's wirklich gut, weil es halt viele Bäume gibt. Und du, gerade mal, es ist ja oft so, dass ein Team komplett auf eine Seite fährt. Und als Light, was willst du als Light machen, wenn ein Team komplett auf die eine Seite fährt, die Mitte offen ist, die rechte Seite offen ist, hast du in dem Moment eh nichts zu tun. Ja, Dann kannst du einfach mal hier ein paar Bäume fällen, weil dann macht es mit dem Gegnerteam halt auch noch sehr, sehr schwer, wenn du ganz viele Bäume einfach fällst. Und ja. er stellt sich einfach in irgendeinen rein, in irgendeinen. Scheißegal. Ob hier oder ob dort oder ob hier in den Busch. Es sind ja auch noch Büsche da. Und keiner, muss man sagen, der Otto-Normalspieler würde niemals, niemals daran denken, dass es hier in so einem Scheißbaum, wir nehmen an, hier ist der Busch, aber ich stelle mich hier einfach in den Baum hier rein. Ich würde niemals geblindshottet werden zu Beginn. Erst von erfahrenen Spielern, die das vielleicht wissen oder irgendwann denken, hey, der muss da drin stehen, so nach dem Motto. Dann würde ich sagen, weißt du was? Wir machen noch eine zweite Karte und gucken uns noch eine zweite Karte an. Jo. Wir sind jetzt auf Gletscher unterwegs. Light verliert keine Tarnung, wenn er fährt. Ganz wichtig, ja. Ob er steht oder Falls mal fährt, ist los, egal. ja. Wir haben natürlich ein Tarnnetz dabei. So, dann stehen wir hier drin. Jetzt passt auf. Und ihr wundert euch vielleicht, hä, warum gehe ich denn immer auf? Bob, wen haben wir denn da? Ja, Leo. Zack, aufgeklärt. Ohne Probleme. Jetzt kann man natürlich auch sagen, warte mal, bleib mal gerade stehen. Jo. Wir sind über oben angefahren und haben uns diesen. Moment, ich will ihn richtig kippen. Baum hier einfach mal umgekippt. Und stehen jetzt wieder in diesem Baum hier drin. Ich habe den Baum gesehen, den du gekippt Ja, und hast. jetzt gehst du nochmal zurück. Fährst nochmal tief zurück. Stehen einfach in diesem Mitte der Bäume. Und das kann. Keiner kann hier irgendwie da groß was durchlooten oder durchschauen. Hä? Wo steht denn jetzt? Weil hier so viele Bäume sind. Also selbst ich achte darauf nicht und ganz, ganz viele andere auch nicht. Geh auf jeden Fall gerade nicht auf. Ja. Geh mal weiter zurück. So, da ist er nämlich, siehst du? So, es geht ja vor allen Dingen um den Spot hier am Anfang. Und wenn da einer kommt, wenn einer kommt, zack, drehe ich mich. Und fahre einfach raus. Ah, okay, also ist hier irgendwo die Lücke. Ah, hier ist die Lücke, okay, hier ist die Lücke, wo du mich durchspottest. Ah, okay, ich verstehe. So, jetzt fahren wir weiter. Hier ist nämlich auch noch eine Position. Da sollte jetzt aufgehen. Ich fahre jetzt mal oben lang einfach. Hier ist ja relativ viel Okay, Offenes. interessant. Also ihr seht praktisch, teilweise ist es ein bisschen verbuggt. Ich glaube, wir können auch hier mal reinfahren. Auch hohes Gras, das sollte passen. Und dann Ja, spotten wir die vorne. es geben halt die stehenden Bäume geben halt auch nicht so viel Camo wie umgeschmissene Bäume und sowas. Und man denkt manchmal, hey, hier sind doch 10.000 verschiedene Büsche dazwischen. Warum gehe ich denn hier überhaupt auf und so? Wenn man zum Beispiel hier drin steht, ist natürlich das auch geil. Fahr mal zurück auf deinen Ja, Ausgangs. weil ich habe dich Ja, gerade gespottet, wo du ja. reingefahren bist. Stehe auch nicht perfekt drin von hinten, sondern wir müssen da schon aufpassen, dass unsere Sichtpunkte oben, links, rechts, hinten und vorne in diesen Büschen hier drin sind, ja? Jetzt Ja, fahr bist schon mal wieder einmal zu. zurück auf die K5-Position, bitte. Jo. Bin ich aufgegangen? Nee, ne? Nein, noch nicht. Ja, wie gesagt, ich bin da gerade ganz normal hochgefahren. Also an den Stein hochgefahren. Warte mal, ich gehe mal auf, Ja, das, jetzt bin ich, da jetzt wäre habe ich mich. dich gerade gespottet. Du hast mich auch gespottet Okay. haben vielleicht. Nee, nee, nee. Da seht ihr das. Guck mal, ich war jetzt ohne 200 Meter, ohne Deckung, irgendwas ohne Tarnnetz. Ohne Probleme, ja. Ist halt ein EBR, ne? ELC Even ist das. So ein Ding ist Meine ich das. doch, Ja. meine ich doch. Also, da kann man super, super, super viel mitmachen. Und super viele Möglichkeiten. Also, hier kann man die Seite links wie rechts spotten. Ich kann auch hier, also von der Seite ist es noch schöner, wo du gestartet bist. Da fahre ich einfach direkt straight hier rein. Das Ich sind hab mal meistens. was Krasses gesehen. Warte mal, ob ich den Busch finde. Oder den. Ah ja, genau hier, das war das, glaube ich. Da hat sich ein ELC Even das hier umgeschmissen, die Bäume hier. Und hat sich hier reingestellt. Ja. Stell dich mal in den Baum rein, in den größeren hier. Und dann hast du die ganze Seite komplett alles gespottet, was hoch und runter komplett gefahren. Wir testen das. Das sieht erstmal gut aus, weil dieser Spotpunkt ist oben drüber, aber diese Bäume sind ja nie so ganz geil gerendert, sozusagen. Bin ich unspotted? Noch nicht, warte. Ja, ich Ich glaube, warte ich. jetzt mal kurz. Lass mich kurz noch ein bisschen warten, Warte ich will mal kurz mal moven. mal. Ich fahr mal hinter den Stein auch kurz. Von hinten können wir ja offen Ich bleiben. glaube, das war der, ich glaube, das war der Baum, wo der drinne Warte, stand. warte. Bist du ready? Nee, warte noch kurz. Können wir noch ein bisschen Vielleicht Abholz nehmen? hat er die beiden Bäume auch ineinander geschmissen oder so, ich weiß Das es könnte nicht. auch sein, ja. Ja, du gehst auf, okay. Ja. Also vielleicht hat er die Bäume auch ineinander geschmissen oder Ja, so. ja. Oder es war der Baum da, an dem anderen Haus. Ja, ich sehe es. Also da hinten.
Weil der noch größer ist, der Baum. Jetzt kann auch sein. Der hat gerade schon umgeschmissen, glaube ich, oder? Nee. Der stand die ganze Zeit so schräg. Stimmt. Der könnte sogar noch besser passen, ja. Weil hier ist natürlich auch super und vor allen Dingen, du bist mega geschützt. Du wurdest halt trotzdem alles, was hier rotiert. Jetzt bist du zugegangen, ja. Auf jeden Fall. Probier mal, den ganz normalen Weg zu fahren. Man sieht diesen kleinen Scheiß halt einfach nicht hier. Das ist schon sehr, sehr geil. Das kann man auf jeden Fall sich auch mal merken hier. So kleine Bäume, Büsche. Schmack auf. Noch nicht spotted. Jetzt bist du spotted, ja, auf Proxy Meter, wieder. Wieder Proxy, ja. Das ist halt einfach geil. Ein Busch, Baum umgekippt, zack. Und dann stehen wir drin. Oder der hier, der sieht auch gut aus. Also ihr seht, wie schnell man sich irgendwo einen Baum, einen Busch hingelegt hat und damit dann Tarnung bekommt. Moment, machen den einfach mal hier nach vorne. Und dann stehen wir genauso drin. Also er muss halt nur so groß sein wie euer Panzer, dass er halt die Punkte verdeckt. Ja, den Sichtpunkt. Und dann passt es. Und ich sollte auch jetzt klar dazu sein. Ihr dürft halt nie vergessen, dass ein Baum nie so viel Camo hat wie ein Busch. Aber trotzdem für ein ELC zum Beispiel reicht es halt dick oder für ein Mantico oder so. Absolut. Das ist schon sehr, sehr geil. Bin auch wieder antwortet. Ja, 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 bist du. Jetzt gucken wir mal. Letztes Mal noch, gucken wir nochmal. Wie viel Meter wird es? Wird auch wieder Proxy sein. Und jetzt fahre ich mal wieder ein bisschen langsamer. Ja, es wird wieder Proxy sein. Ja, ja, und warte. Jetzt. Jetzt bist du offen. Ja. Wieder Proxy. Also, kleine Showcase hier mal am Rande. Wie wir sowas machen können mit einem ELC Even. Schönen Motorblock hinten rein, Runde drehen. Ich bin aber wahrscheinlich tot. Ja, und da fragen sich auch viele, hä, ich stand auch hinterm Haus. Nein, du bist einfach durch die Geschwindigkeit geschlittert. Ich denke, das war auch eine lustige Geschichte. Kuss, Insasse, danke fürs Zeigen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kuss und Gruß geht raus. Wenn ihr neu auf dem Channel seid, lasst gerne ein Abo da. Und ja, kommentiert mal rein, ob euch das Video gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Kakao. Tschüss.